magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Willst du mit uns Süßigkeiten sammeln gehen, Phoebe? Tut mir leid, aber meine Mama lässt mich nie Süßigkeiten sammeln gehen. Komm her, Liebling. Oh, wie schade. Naja, komm, wir gehen, Morphin. Tut mir leid, Phoebe, aber du bist eine Hexe und du weißt, was mit Hexen passiert, wenn an Halloween die Sonne untergeht. Alle Hexen werden böse. Ja, ja, genau, aber wer glaubt schon an die alte Geschichte? Tschüss und danke. Wow, schau mal all die Süßigkeiten an. Schade, dass Phoebe nicht mit uns kommen konnte. Wow, Morphin, das war ein richtig tolles Kostüm, nicht wahr? Morphin, noch gruseliger. Wow! Kostüme? Nein, das können keine Kostüme sein. Oh nein! Wir müssen rausfinden, was los ist, Morphin. Verwandle dich in eine Riesenspinne und folg den Süßigkeiten. Nicht getrunken. Und jetzt hat Halloween mich böse gemacht. Ich kann tun, was ich will. Jag sie weg, Süßigkeitenmonster. Das macht uns keine Angst. Morphin, verwandle dich in ein großes, gruseliges Skelett. Erschrecken, Morphin. Oh, ich weiß, was einem großen, gruseligen Haufen von ungesunden Süßigkeiten Angst machen würde. Morphin, verwandle dich in ein großes, gruseliges Stück Brokkoli. Verflixte Fledermaus. Das ist zu gesund für das arme Süßigkeitenmonster. Zeit für ein bisschen Schlaf, Phoebe. Nein, nein. Wer könnte das wohl sein? Hey, Phoebe, willst du uns helfen, die Süßigkeiten an die anderen Kinder zu verteilen? Habt ihr letzte Nacht mehr Süßigkeiten gesammelt, als ihr essen könnt?
So was Ähnliches. Na, ich finde es auf jeden Fall nett, dass ihr sie mit den restlichen Kindern teilen wollt.